Mit einer neuen Aktion startet der Camping- und Ferienpark Falkensteinsee in Falkenburg in die neue Saison. Pots oder eigentlich Pothouses. Das erste Häuschen steht bereits am Rande des Sees. 14 weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. In den eigens für den Ferienpark gebauten Holzhäuschen können Übernachtungsgäste in Kürze Zeltromantik unter einem festen Dach erleben. Ebenfalls ihren Saisonstart hatte am Sonnabend die Interessengemeinschaft Schiffsmodell Bauhunte. Von ihrem Heimathafen am Ufer des Falkensteinsees aus stachen die Kapitäne erstmals in diesem Jahr in See.